entfernt hier von Frankfurt. Also für ihn ist es tatsächlich ein richtiges Heimspiel. Zum ersten Mal beim World Cup mit dabei, der Maximizer Max Hopp. Also Max Hopp und Gian Artut. Artut, einer, der schon zum vierten Mal dabei ist, ja, beim World verdammte Cup Tat, ich weiß. Darts. Das ärgert mich wie Hulle, aber was willst du machen, wenn du an ihm nicht vorbeikommst? Ich würde auch gerne den World Cup spielen, hat bis jetzt noch nicht gepasst. Und Gian ist das vierte Mal dabei. Also sogar das fünfte Mal mit dabei. Fünfte Mal? Er hat dreimal mit André Welge gespielt. 2012, damals ist er mit Bernd Reuth an den Start gegangen. Aber einmal das Viertelfinale erreicht vor 2 Jahren. Da verlor man dann gegen Finnland. Dachte eigentlich auch eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Das war eine gute Auslosung. War eine gute Auslosung, gute Chance. Sexy Performance, aber am Ende hat es nicht gelangt. Und mal sehen, was jetzt hier mit Max Hopp geht. Der, wie gesagt, zum ersten Mal in diesen Tagen die Nummer 1 im deutschen Darts ist. Was das PDC-Ranking betrifft, als Nummer 51 der Welt. Gian Artut ist aktuell die 54. Das hier ist Ashfaq Sayed und Nitin Kumar. Das sind die beiden Gegner, die wie gesagt Stil-Dart-Spieler sind. Das ist nicht unbedingt üblich. Max Hopp und Gian Artut haben sich die beiden über YouTube-Videos angesehen, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Gestern Abend noch in Darmstadt trainiert, dort wo man Ende Juli einen Super League-Spieltag austragen wird. Und dann heute hier in Frankfurt angekommen und mal sehen, was die beiden reißen werden, wie sie reinkommen in das Match. Schöner Start von Gian. Okay, der Kollege aus Indien geht direkt falsch vom Board weg. Geht quer durchs Bild sozusagen. Da wird er dann auch gleich noch mal einen kleinen Stups dafür kriegen, dass er das lässt. Weil das natürlich auch dein Gegner völlig verwirrt, wenn er nicht rechts an dir vorbeiläuft, sondern auf einmal links auf der Bühne. Aber da sind die beiden wohl etwas, entweder schlecht gebrieft worden oder es war ihm schlicht Laterne. 45. Auch er geht verkehrt vom Board zurück. Aber das soll uns nicht weiter stören. Sobald der Artut sein Triple trifft, ist mir das egal. Sehr gut. Ich denke mal, dass ansonsten noch gleich der Referee da einschreiten wird und ihm das sagen wird. Natürlich gilt für die beiden, dass sie das nicht gewohnt sind, hier bei der PDC am Start zu sein. Gute Aufnahme von ihm. 130 Rest für Max Hopp. Erste Möglichkeit, hier ein Leg zu gewinnen. Da hat man Max auch noch mal zurückkommen sehen, weil er scheinbar wieder auf dem falschen Weg war, der gute Nitin Kumar. Hat eine Variante von Flights mit nur 3 Flügelchen dran. Ja, Kollege Ashfaq Sayed. Noch mit dem verstellten Visier, haut sie alle in die 1, macht eine schöne 100, aber auf 1. Also, Artut. 1-9-16 und auf geht's ins Tops. 1-0. Möglich. Gekratzt hat er schon mal. Aber natürlich überhaupt kein Druck, kein Problem. Das hat auch Max ihm gerade signalisiert. Ja. Junge, ich check's jetzt gleich aus. 59. Hast du mal mit Flights gespielt? Mit 3 Dingern, nur so ein bisschen im Ausprobieren, im Rumtüdeln. Also ich weiß nicht, ob die jetzt großartig stabiler sind, weil ich finde das ja immer, das ist Teufelswerk. Es sind 4. Und das gehört sich so. 4 Flügelchen. Dritter Dart sitzt.
Der Maxi Meiser, der ja in Venray beim letzten European Tour Event auch die zweite Runde erreicht hat, gegen Whitlock verloren hat und da auf den Doppeln so ein paar Schwierigkeiten hatte. Sagte heute Vormittag noch irgendwie, ja, Doppelquote bei 27%, das reicht dann nicht. Er spielt ein tolles Jahr 2015, das können wir wirklich sagen. Hat schon zwei Viertelfinals gespielt auf der Pro Tour. Er wird immer konstanter, er schafft es immer häufiger, auch wirklich tolle Averages zu spielen. Und Gian Arthut, hab's mal durchgezählt, hat 7 Matches in diesem Jahr gewonnen. Ist genauso wie Max Hopp und auch wie Shorty ein Spieler, die möglichst alle Pro-Tour-Turniere in England bestreiten, die immer wieder rüberfliegen, daran teilnehmen. Also auch einfach da Geld investieren, sich die Möglichkeit schaffen, hoffentlich den Sprung dann mal in die Top 32 hinzubekommen. So wie das Mensur Suljovic ihn irgendwie demonstriert hat, vorgemacht hat. Genau, jetzt haben wir hier 43. Die Situation aus der 140 muss mehr gemacht werden als 57, das passt aber. Wie nimmt Arthut das an? Wie ein Profi-Dartspieler. Bevor wieder rein ins Triple, nicht lange denken, weitermachen, weitermachen, sehr gut. Max hat hier natürlich seine Frau dabei, seine Christine und den Sohn von ihr, den Justin. Um ein bisschen Ruhe auch reinzukriegen, sagt er selber, das macht die Sache für ihn irgendwie runder. Jeder tickt ein bisschen anders und ihn macht es halt ruhiger und runder und findet es gut, dass sie dabei ist. Und dann soll es ihm natürlich gegönnt sein und den beiden oder den dreien vielmehr, dass sie da auch eine schöne Zeit haben. Nur vorher kommt die Arbeit. Man hatte Max gesehen beim Walk-On, dass er ja, da genau. Und mit ihm abgeschlagen hat, abgeklatscht hat. Wieder mehr oder minder nur 60. Man kann es sich halt, wie gesagt, auch ein bisschen einfacher machen, wenn das ein oder andere Triple da mal reinsaust. Aber Kollege Ashfaq Sayed ist einfach noch nicht auf Schiene. Und die Team Kumar ist seinerseits zu schwach für beide Deutsche. Jawohl, noch ein für Doppel 12. Ja. Schönes Finish. Oh. Come on, Mensch. Team Germany by 12. No score. Oder trifft er die Doppel 10, überwirft sich damit. Die 12 Punkte Rest bleiben also bestehen. 144 Punkte. Die werden die Inder jetzt noch nicht checken können. Also Gian Arthut mit der Möglichkeit zum 2:0 in den Legs. Ja. Max und Gian hatten so im Vorfeld gesagt, passt mir auf die Inder auf. Ich finde generell eine gute Einstellung. Ja. Man darf sie auch nicht unterschätzen. Aber wenn man so die ersten Minuten sieht, machen sie nicht den ganz großen und ganz starken Eindruck. Normalerweise müssen unsere beiden das rocken. Deswegen gehe ich hier auch nicht so steil, weil ich erwarte noch ein bisschen mehr von den beiden in diesem Turnier von Team Deutschland. Und das hier ist jetzt eine Pflichtaufgabe. Hat mich selber auch ein bisschen beruhigt. Habe auch gedacht, Indien, weißt du nie, was da kommt. Er fing auch gleich mit dem Triple an, damit ich mich ja nicht beruhige. Aber jetzt sehe ich die Sache doch gelassener. Und die beiden Jungs sind sehr, sehr gut drauf. Also Gian gleich von Anfang an. Max kommt so langsam ins Rollen. So, gute Aufnahme von Ashfaq Sayed. Starke Antwort von Arthut. 208 Rests. Der Weg ist nicht mehr weit bis in den Finish-Bereich. Also Max Hopp wird jetzt hier versuchen, sich unter 100 zu spielen, ein 2-Dart-Finish hinzulegen. Mal sehen, ob ihm das gelingt. 2 Treffer im Triple, nee. Ja, schöner Letzter. Das sind 97 Punkte, macht also 111 Rests. Ja, also auch bei den beiden, bei Gian und Max ist angekommen, dass sie eigentlich besser sind als jeweils der Gegner, den sie da vor sich werfen haben. Also das sollten sie hinkriegen und dann kann man so ein bisschen relaxen und Spaß dran haben an dem Spiel. Und das passiert dir bestimmt nicht oft.
dass du im World Cup of Darts es mal ruhig machen kannst. Tops für ein 111er Finish. Oh, der Arthur schlurrt rum. 144 haut er vorbei. 111 haut er vorbei. Sag mal, willst du mich verrücken? Tops für Max. 157 für Indien. Nein. 59. Das sieht gut aus. Max hat drei frische in Hand für die 3-0-Führung auf Tops. Doppelquote noch nicht so wirklich gut. So verbessert man sie. 3-0-Führung, zwei Legs brauchen Hopp und Arthur noch, um am Samstag es mit den Österreichern Suljovic und Rodriguez aufzunehmen. Und wenn die da so schick weiterspielen wie jetzt hier, schön rein in die Triple, dann kann das eine schöne offene Partie werden. So, Maxine, jetzt tu mal was für ein Average. Mach mal eine schöne 1, 2, 3, alle drei in ein Feld und eine schöne 180 will ich hören. So, in den nächsten 9 Darts. 305 Rest. Im letzten Jahr ist das deutsche Team, also Gian Arthur und André Welge, gleich in der ersten Runde ausgeschieden gegen Südafrika. 2013, wie gesagt, das beste Ergebnis. Viertelfinale gegen die Finnen. 2012 verlor man damals das entscheidende Doppel gegen die USA. Und 2010 gab es gleich eins auf die Mütze in Runde 2 gegen die Niederlande. Da hatten die Deutschen damals ein Freilos, weil Tschechien plötzlich zurückzog. Und man verlor gegen Raymond van Barneveld und Co. Stompy, der auch nicht mehr zu sehen ist auf dem PDC-Circuit. Co. Stompy, der inzwischen auch für das niederländische Fernsehen arbeitet. Ja, prima hier von Hopp. Schön 140 und ein Yelling, ein Ja von Gian. Das soll seinen Partner ein bisschen heiß machen. Dranbleiben an den Triple. Aber es sieht sehr, sehr gut aus für Team Deutschland. 105. Mal sehen. Ist es die nächste Checkchance oder nimmt er sich jetzt mal ein? 86 hat er noch. Triple 18. Er verschiebt das noch ein Momentchen. Lässt 56 über. Aber Indien hat noch eine dreistellige Zahl, die mit einer 2 anfängt, was kein Finish-Start heißt. Schaut ihr vielleicht noch mal zur Erklärung, gerade in so einer Situation, spielt Gian einfach das, was er immer spielt? Nein, oder nein, nein, ich denke, weiß die er, der weiß, welche Doppel Max gerne anvisiert und so wird er ihm auch den Weg bauen. Ganz genau, das werden die beiden definitiv besprochen haben in ihren Trainingsgeschichten in Darmstadt und wo sie sich jetzt hier auch auf der Tour klar waren, dass die beiden dieses Jahr Team Deutschland stellen. Haben die sich auch zusammengehockt und gesagt, so, wie geht dein Weg, was ist mein Weg, was können wir am besten machen. Aber 32 Tops, 36 solche Dinge sind normal. Nur wenn es mal richtig knackig eng ist, nicht unbedingt 3-0 vorne ist, dann musst du sehen, ob du dann noch weißt, was dein Doppelpartner für ein Doppel wirklich bevorzugt. Jawohl, das 4-0 ist eingetütet. Doppel 8 getroffen, 4-0 Deutschland. Ja, und das war es mit Sicherheit. Und da kann vielleicht der ein oder andere jetzt sich noch den Sport 1 Darts Master auf den Schoß legen und parallel so ein bisschen mitspielen. 99. Ab sofort im Apple Store erhältlich. Auf dem iPhone, auf dem iPad kann es gespielt werden. Wir bekommen wirklich ein sehr positives Feedback dazu. 45. Viele schreiben uns und sagen, also auch höchste Averages sind damit zu spielen, sind möglich. 83. Ja, die Inter mit einem Average von unter 70 Punkten im Schnitt pro Aufnahme stehen bei 64,26. 31. Hatten noch keinen einzigen Wurf auf dem Doppel. Also das ist ein Klassenunterschied. Ja. Das können wir wirklich festhalten. Aber für Hopp und für Arthur, aber vor allem für Hopp, der ja sein Debüt feiert bei diesem Turnier, auch ein gutes Match, um reinzukommen, um so ein Gefühl für die Bühne zu bekommen. Das wird am Samstag schon eine ganz andere Atmosphäre sein.
Kartenvorverkauf hat wunderbar funktioniert fürs Wochenende. Da wird es schon ein bisschen Alarm geben. Natürlich vor allem bei Deutschland gegen Österreich. Na klar. Aber sie sind beide Spieler, die das mögen, auf so einer Bühne, auch vor einer lautstarken Kulisse zu spielen. Das ist etwas, was sie nicht hemmt, sondern eher wirklich, was ihnen einen Schub verpasst. Gute 140 und jetzt könnte Gian Arthur hier mit einer schönen 134 das Match zumachen. Ähnlich wie das Ronny Heibrechts zuvor für Belgien getan hat, als er die 139 checkte. Nochmal ein paar Deutschland-Gesänge und jetzt rein damit. Matchstart für Max. Auftops sind schön, Whitewash. Bei der Qualität, die die beiden aber auch haben, muss das auch so sein. Hat noch nicht viel Aussagekraft, aber es ist ein guter Anfang für Deutschland. Ah. Team India require 147. Na gut, dann macht das halt doch der Arthur. Falls nicht, natürlich Ashfaq Sayyad hier jetzt nochmal einen rauskält, aber mit der 1 sind 147 schwer zu checken. 86 hat er noch. Oh, den hat er in die Triple 30 gedonnert. Genau 100 Punkte geworfen. So, Doppel 5. Nächste Möglichkeit, hier das Ding zuzumachen. Läuft ihm immer wieder in die Quere. Das stört natürlich auch den Wurfrhythmus. Ja. Gian Arthur ist das ziemlich egal. Sie holen sich das 5:0, geben also kein einziges Leg ab. Es war auch von den Deutschen irgendwie nicht das ganz hochklassige Match, aber das haben sie auch nicht zeigen müssen. Ganz souverän gewonnen, alles kontrolliert, alles richtig gemacht. Sie freuen sich. Und wir werden Gian Arthur und Max Hopp dann übermorgen wiedersehen in Runde 2 gegen Österreich, gegen Suljovic und Rodriguez. Die lassen sich jetzt hier feiern. Ein Match haben wir noch. Die Partie.